Vorsichtig! Wir lassen uns jetzt schön sanft runter. Wie ein... Kommt schon! Schwingen! Ein Sturz aus 30 Metern und nicht eine Strähne hat sich gelöst. Oh, ich liebe dieses Haarspray. Aha. Und groß! Sieh mal an. Das kriege ich in 0,nix wieder zum Fliegen. Falls 0,nix nicht jetzt bedeutet, brauchen wir ein neues Transportmittel. Ja, das Treffen des Herbstballplanungskomitees ist in 4 Minuten und die Partyplanung wartet nicht auf uns. Und klein! Boy. Diese Wahl niemals gewinnen. Und wenn ich nicht Bürgermeisterin werde, kann ich Polly Pocket nicht per Gesetz dazu zwingen, mir ihr Medaillon zu geben. Nein, es ist nicht sinnlos. Ich finde, dein Wahlkampfauftritt war klasse. Du warst ja auch als Einzige da. Ich bin Bonnie Baines absolut größter Fan. Alles wird gehen mit Bane. Oh, die Zeitungen schreiben, ich liege unter 40 Punkten. Oh, der Bürgermeister Bibi Kisser hat die Wahl wohl schon in der Tasche. Weißt du, wer es wirklich drauf hat, die Leute von sich zu überzeugen? Polly Pocket. Alle haben sie zur Vorsitzenden des Tanzkomitees gewählt. Sie hat sogar mich überzeugt. Oh, was soll ich deiner Meinung nach tun? Mir eine nervtötende kleine Polly Pocket suchen, die den Wahlkampf für mich führt? Oh! Hallo, du hinreißende Maschine. Bist du ein... Oh. Wie könnt ihr Gören es wagen, euch so anzuschleichen? Grisel? Keinen Schritt weiter, oder ich lasse die Kuppel auf Littleton los. Die Kuppel? Sie wird die ganze Stadt in eine undurchdringliche Blase einschließen. Was? Okay, wir werden nicht abhauen. Leg die Fernbedienung hin. Nein, Littleton gehört mir! Hallo, Littleton. Das ist ein Test des Notfallkuppelsystems. Bitte geraten Sie nicht in Panik. Dieser Test dient nur Ihrer Sicherheit und wird bald abgeschlossen sein. Ende der Durchsage. Ciao, Mama. Bis nach dem Ball. Was im Raumzeitkontinuum ist denn hier los? Es ist gar kein Test. Es ist für immer. Aber es hält die Leute ruhig, bis ich sie schrumpfen kann. Und klein! Das war klar. Gwen, Phase 2! Ja, Boss! Was stinkt denn hier so? Keine Ahnung, aber ich bin so schrecklich müde.
los, pumpt noch mehr Schlummerlavendelextrakt rein. Es ist jetzt Schlafenszeit. Lippenbalsam, Taschentücher, Handy. Konzentrier dich bitte, Polly. Liebling, hast du einen Kaugummi? Ja, ich denke schon. Bitte schön. Oh, ich werde die Schlüssel hier drin nie ver... Oh, da sind sie ja. Was für ein Glück. Die Mission ist erfüllt. Layla? Shani? Kommt schon, jetzt lasst uns... Wo ist Pax? Oh, er war genau hier, noch vor einer Sekunde. Beweistechnisch gesehen ist er hier nicht mehr, würde ich sagen. Nein! Nein, 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 nein! Hat sich meine Haftsneaker geschnappt. Ich hab's bereits gesagt und wiederhole es gern. Ein Kletterkünstler. Mega. Ihr holt Bubu, ich hol Pax. Aber dazu müssen wir wieder groß sein. Nicht unbedingt. Klein geht's auch. Und los. Und jetzt präsentiert uns Pierce Pocket seine super Schlag. Du solltest Paxton mit dem Erbsenbrei füttern, nicht die Küche damit streichen. Ich bin seine große Schwester. Pax muss auf mich hören. Und du musst auch auf Pax hören. Du musst versuchen, sein Verhalten zu verstehen. Er ist kaum zu bändigen. Guten Abend, Polly. Miss Menz? Und mein Lieblingsschmidtchen sagt auch Hallo. Oh, hallo Miss Menz. Wir haben Sie gar nicht reinkommen gehört. Polly, du brauchst dich heute Abend nicht um Pax zu kümmern. Miss Menz passt auf euch auf, während wir essen gehen. Aber kann ich nicht mitkommen? Bitte! Tut mir leid, Liebling, das ist unser Abend. Danke fürs Aufpassen, Emma. Es ist mir ein Vergnügen. Also gut, junge Dame, Zeit für deine Hausaufgaben und... Bist du soweit, Polly? Ich komme, Layla. Das glaube ich nicht. Aber Mama will, dass ich Layla bei ihrem Gassi-Geh-Service helfe. Nun, dann wird es wohl gehen. Ja. Dann wird es wohl gehen, wenn die junge Dame meinen Schmidtchen auch ausführt. Wenn du deine Hausaufgaben bei ihrer Rückkehr fertig hast, könnte ich erwägen, dass du auch raus darfst. Aber meine Hausaufgaben brauche ich erst... Kein Aber. Ich bin euer Babysitter und du machst, was ich dir sage. Jetzt ab auf dein Zimmer und du gehst erst aus der Tür, wenn ich es sage. Bis bald, Polly. Yes! Yes, Rockband aus den 70ern. Genie, Pocket-Zeit? Moment, was? Wow! Was um Himmels Willen? Polly hat den Raum verlassen. Geräte in den Ruhemodus versetzen. Staubsauger! Ah!
Pony. Genie, was muss man tun, wenn man geschrumpft wurde? Anfrage ergibt keinen Sinn. Was du nicht sagst. Das Medaillon! Und groß?